Liebe Wählerinnen und Wähler, guten Nachmittag. Ich bin Peter Enz, Gemeinderatskandidat für die Freiheitlichen für die Gemeinderatswahlen in Meran. Leistbares Wohnen, ein Schlagwort aller Parteien. Wer hat Ihnen aber schon einmal einen konkreten Vorschlag gemacht, wie wir das auch umsetzen können? Ich mache heute einen, wohlwissend, dass ich als Oppositionspolitiker diesen Vorschlag alleine nie umsetzen werde. Die Landesregierung braucht es dazu, das Wohnbauinstitut, die Gemeinde Meran und die privaten Vermieter. Das Wohnbauinstitut hat Mieter schon seit Jahren in ihren Wohnungen, die ohne weiteres, weil sie bereits den höchsten Mietzins zahlen, auch auf dem freien Markt vermittelbar wären. Die Vermieter von Privatwohnungen haben aber die größten Ängste, jemanden in ihre Wohnungen zu lassen, weil man weiß, wie Wohnungen oft hinterlassen werden. Wenn das Wohnbauinstitut als Garant für seine Mieter auftreten würde und bei eventuellen Schwierigkeiten auch für diese Mieter gerade steht, dann haben Vermieter eine gewisse Sicherheit, dass sie die Wohnungen, die leerstehenden Wohnungen vermieten. Diese Wohnungen, die im Wohnbauinstitut leer wären, sollten jetzt nicht nur für Familien oder Senioren zur Verfügung stehen, sondern endlich auch für junge Menschen, die zum Beispiel auch in eine Wohngemeinschaft ziehen könnten, damit sie nicht so viel Geld für die Miete ausgeben, sich was ansparen können, um später dann sich auf dem freien Wohnungsmarkt eine Wohnung leisten zu können. Die Landesregierung könnte gleichzeitig alle 10 Jahre einen zinsfreien Beitrag zur Verfügung stellen, damit die Vermieter ihre Wohnung renovieren können und damit einheimische Betriebe, Klein- und Mittelbetriebe, dann durch in diesen Wirtschaftskreislauf mit einbezogen werden. Das ist eine ganz konkrete Sache. Sie ist nicht alleine schaffbar. Ich wünsche mir, dass andere Parteien diesen Vorschlag konkret überprüfen, aufgreifen und eventuell als Pilotprojekt in der Gemeinde Meran umsetzen.